So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Heute ganz fixe Folge, wir wollen fix ein Mega Zubiris Raid machen, gehen gleich los, aber vorher möchte ich noch kurz was essen. Und zwar ist das einmal das hier, das ist der Rest von Pupsis Mittag, der hat sich da so eine komische Schale warm gemacht und gesagt, oh, es ist so lecker, ach nee, ist doch nicht lecker, es schmeckt nicht. Dann hat sie es hier stehen lassen, jetzt habe ich gedacht, davon wirst du ja nicht satt. Erstmal holen wir uns also die Marke Bauersoße, Dana Kill Hot Sauce mit 1,5 bis 2 Millionen Scoville. 1, 2, das sind 2 Tropfen Dana Kill Hot Sauce. Dann macht man das Ganze rum, mit einer Hand geht das aber nicht so gut. Und dann nimmt man sich das hier, das ist nämlich Gyros und das sieht auch komisch aus, weil es auch ein Fertiggericht ist. Und dann kippst du das einfach hier drauf und dann hast du das da und dann musst du hoffen, dass oben der Schlaps, damit der Reis runterfällt und genau in der Schüssel landet. Das macht man dann auch nochmal rum. So, und ganz am Ende sieht es dann so aus. Das ist dann die fixe Bolognese Spaghetti Gyros Reispfanne von Marc Gebauer. Wir können ja mal kurz gucken, ob es schmeckt. Also schmeckt komisch, aber ist auf jeden Fall scharf. Kleiner Spaziergang zum Mega Zubiris Raid. In dem muss ich noch entwickeln, der fehlt mir noch im Megadex, deswegen schnell Mega Zubiris Raid reden und dann ist das Video auch schon wieder vorbei. So, es ist jetzt genau 3/4 fixer Raid. Ich schreibe mal hier Go rein. Dann gehe ich auf die Arena bei beiden. Ne? Das Samyang ist auch wieder am Start, der Habanero Lime ist am Start. So. Jetzt gehen wir hier rein ins Mega Zubiris. Wir haben auch nur 2 Leute zum Einladen. Shenaya und Net Ghost. Dann gucke ich mal kurz, wer noch online ist. Nehmen wir noch Matze, Eden und Bjarne. Bjarne finde ich gut. Das erinnert mich wieder an dänische Delikatessen. Falls ihr den Film nicht kennt, müsst ihr den mal gucken. Der ist auf jeden Fall richtig toll. Mit Mads Mikkelsen, den ihr vielleicht kennt als Gegenspieler von James Bond oder aus der Hannibal-Serie. Siehste, wenn wir nicht wissen, was wir für eine Serie gucken müssen wollen, warum guckt man denn nicht mal Hannibal? Da habe ich doch die komplette Serie. Ja, dann guck du deinen Linkin Lawyer. So. Ich habe mich auch kurz belesen und habe mal kurz so gesagt, hier, beste Konter gegen Mega Zubiris. Und dann spuckt mir Google aus, dass Mega Gardevoir der beste Konter ist mit seinen Fee-Attacken, weil Fee ist gut gegen Geist, Fee ist gut gegen Unlicht. Und das Ding ist ja wahrscheinlich Geist und Unlicht. Deswegen habt ihr hier lauter Krypto-Gardevoir und ein normales. Und hier, bei dem, den ihr seht, habt ihr auch lauter Krypto-Gardevoir und ein normales, was ein erlöstes ist, also ein 100er dann. Und ja, da habe ich mir jetzt schon gedacht, das ist ja gut. Ich versuche bei dem Account eigentlich nur Krypto-Pokémon zu nutzen. Wenn aber eins eine Mega-Entwicklung hat, versuche ich mir aus einem Krypto ein 100er zu erlösen, was ich dann zur Mega-Entwicklung mache. Also brauche ich immer 5 Kryptos und ein 100er Erlöstes. Das ist bei Gardevoir perfekt. Ihr seht, ein 5er-Team plus ein Erlöstes. Dasselbe muss ich bei Metagross jetzt machen. Da habe ich zufällig eins, was ich erlösen kann zu einem 100er. Und jetzt brauche ich nur noch 5 Kryptos und die müssen alle mal auf 50 irgendwann. Also fixes Video. Wir sitzen hier übrigens beim Graffiti-Pirat. Da habe ich in einem anderen Video, glaube ich, mal gezeigt, dass hier an dieser Graffiti-Wand letztens was ganz Neues dazu gesprayt wurde, was richtig nice aussah. Warte mal, ich muss hier auf. Zauberschein, genau. Jetzt gucken, wo die Däumchen sind. Und dann wurde das wieder übersprayt, wurde verschändelt, dann haben sie es wieder richtig gemacht und so weiter. Also ein ewiger Sprayer-Krieg in Meiningen. Das muss man sich mal vorstellen. Wir wollen aber einfach nur ganz harmlos dieses Mega Zubiris machen. Es sind 11 Leute jetzt, also ich habe 2 hier am Start, Pupsi ist auch dabei, die fährt gerade in Jonas durch die Gegend und ist auch mit in der Lobby drin. Dann Linus hatte ja schon angekündigt, wenn Mega Zubiris gemacht wird, da wird er ja auch mitmachen, da braucht er auch noch was, das ist cool. Da habe ich glaube ich keinen 100er, ich habe nichts Erlöstes, ich habe kein Krypto, ich habe irgendwie ein Shiny, ein goldenes, das sieht cool aus. Wahrscheinlich würde ich das Shiny einfach einmal mega entwickeln, wenn die Mega-Energie reicht zum Entwickeln. Oder für den Fall, dass hier ein 100er ist, aus dem Raid kommen würde, würde ich das wahrscheinlich entwickeln. Aber
Ich will ja keine normalen Hunderter, aber da kann man ja sagen, das ist aus einem Raid, ist also Zufall. Ich möchte nämlich nicht, dass irgendjemand dann sagt, ja, die Hunderter, die sind alle gesniped, die sind mit einer Map gefangen, das ist sonst was. Und wenn die eben aus einem Raid gezogen werden, dann sind die ja mehr wert. Wenn die aus einem Team Go Rocket Rübel kommen und erlöst sind, dann sind die ja mehr wert. Also denke ich mir zumindest. Weil da kannst du ja nicht gezielt die IV verfolgen. Es ist ja trotzdem dann Zufall. Wenn das aus dem Ei schlüpft, das Hunderter, dann ist es ja auch Zufall. Wie viel WP hat deins? Da habe ich ja diesmal Glück, der Samyang hat 808. Normalerweise hat der Samyang mehr als der Habanero. Pupsi hat mehr als der Samyang, aber weniger als der Habanero. Das heißt, das ist das Beste aus der Runde. Ist aber bestimmt kein Hunderter, aber das sehe ich ja gleich. Ach komm, es ist fixer Raid. Eigentlich wäre es bestimmt drin geblieben, aber wir nehmen jetzt einfach mal hier eine goldene Beere, schmeißen die drauf, weil wir haben ja keine Zeit. Wir müssen uns beeilen. Fixer Raid, fixer, mega fixes zu Bieris. Entwickeln müssen wir es auch noch. Das kommt auch noch dazu. Jetzt bewerten wir es mal und es ist... Ah ja, es hat immerhin 3 Sterne, sagen wir es mal so. Aber das ist das nicht, wie ich das brauche. Jetzt gehe ich nochmal hier drauf. Jetzt gucken wir mal nach Zoo. Zoo Bieris. Das ist das jetzt. Ich stehe mal mit euch auf. Aus dem Schneidersitz heraus. Jetzt gehe ich mal hier hin, wo die Sonne ist, damit ihr auch mal was seht. So, jetzt sehe ich nichts mehr, weil es blendet. Das ist das von eben. Gefangene. 3 Sterne. Dann haben wir das hier noch. 2 Sterne. Wir haben das noch. 3 Sterne. Aber ich würde wahrscheinlich jetzt einfach das hier nehmen und mega entwickeln. Wir brauchen sogar nur 100. Wir können ja gleich 2 machen. Einmal das Shiny und einmal das Beste. Wahrscheinlich das aus dem Raid eben. Und dann habe ich hier auch den Megadex. Eintrag vollständig und dann war es das. So, das war mein Ziel. Mehr Mega zu Bieris Raids werde ich nicht machen. Und wenn man es dann kostenlos entwickeln kann, alle paar Tage, werde ich das immer wieder entwickeln, um den Mega-Level zu steigern. Ansonsten weiter Giratina Raids. Habt ihr auch ein gutes zu Bieris? Schreibt es mir in die Kommentare. Und das mal als 100er erlösen. Wäre auf jeden Fall cool, aber ach, keine Ahnung. Das wird noch dauern, das wird eh nicht mehr kommen. Ansonsten Peace out, Vorhaut, euer Ramses und ciao.